Ja, genau. Nee, aber es weiß auch ganz komfortabel. Also, Buis sind für uns und auch für alle Anwender unverzichtbar. Wir haben die Möglichkeit, Eclipse aufzumachen und dort irgendwelche Befehle einzuhacken und diese Befehle dann ausführen zu lassen. Aber das haben halt die Menschen, die nicht sich mit Programmierung auskennen, nicht. Sie brauchen eine andere Möglichkeit, Software für sich arbeiten zu lassen. Und dafür benötigt man die grafischen Benutzerschnittstellen, Graphical User Interfaces, abgekürzt GUI. In den Zeiten von MS-DOS hatte man einfach eine Konsole, die eine GUI darstellte für denjenigen, der sich mit den MS-DOS-Befehlen auskannte. Man konnte nicht auf den ersten Blick erkennen, welche Optionen diese Software bietet. Heutzutage ist diese Konsolen-GUI immer noch State of the Art für alle serverseitigen Ausführungen, die man machen würde. Allerdings den großen Durchbruch kann man mit einer solchen GUI nicht erreichen. Eine GUI muss so gestaltet sein, dass sie leicht bedienbar ist, dass sie auch intuitiv verstanden werden kann und dass sie auch in gewisser Weise dem Nutzer Erfolgserlebnisse verschafft. Es muss Spaß machen, mit dieser GUI zu arbeiten, und dann ist die GUI am besten konstruiert worden. Es gibt mittlerweile die Disziplinen Usability, die sich damit beschäftigen, wie kann denn eine GUI von seinem Aufbau her verbessert werden. Darüber hinaus gibt es die User Experience, die sich damit beschäftigt, wie kann eine GUI richtig Spaß machen und möglichst viele Bedürfnisse des Users abdecken. Ich unterrichte ja auch die Vorlesung Android-Entwicklung, und wir werden uns, also ich beschäftige mich mit den Studierenden, die dann in meiner Android-Vorlesung sind. Wie kann ich denn auf mobilen Endgeräten eine GUI bauen, die dann auch eine hohe Usability und eine angenehme User Experience anbietet? Wir sind jetzt hier noch am Anfang des Wirtschaftsinformatik-Studiums, deswegen gucken wir uns erstmal die grundlegenden Funktionen an. Da wir als Programmiersprache Java benutzt haben, werden wir uns jetzt anschauen, wie man GUIs mithilfe von Java baut. Die Programmiersprache Java wird zwar sehr, sehr selten als End-User-Kontaktsprache eingesetzt, sondern hauptsächlich zum Beispiel in der Form von Android in den mobilen Plattformen. Dort habe ich aber dann das ganze Android-Universum um die Sprache Java drumherum entwickelt. Oder serverseitig wird Java sehr stark benutzt. Aber wenn ich jetzt auf Endanwender Kontakte schaue, dann sieht man, dass Java da eigentlich an Relevanz verloren hat. Java wurde verdrängt durch die nativen Apps, die halt Android Java bzw. iOS C-Sharp abbilden, oder wurde auch verdrängt durch HTML5 und JavaScript. Vor 10 Jahren sah das noch ein bisschen anders aus. Da hatte man noch sehr stark auf Java auch gesetzt im Web. Allerdings hat das heutzutage kaum noch Relevanz. Die Umsetzung von GUIs für den Endbenutzer mit Java werden wir uns trotzdem jetzt hier anschauen, obwohl wir, wenn wir später Endbenutzerschnittstellen bauen würden, dann würden wir nicht Java unbedingt verwenden. Also maximal
das Java als Bestandteil von Android. Und wir werden uns heute hier mit dem ältesten GUI-System von Java beschäftigen, das ist Swing. Es gibt noch ein neueres, das ist Java FX. Das geht speziell auch auf die mobilen Endgeräte ein, wobei ich persönlich das etwas schwerer für Anfänger umsetzbar empfinde. Deswegen möchte ich euch das, die Konzepte, die man benötigt, wenn man mit GUIs entwickelt, anhand von Swing erklären. Wenn ich von GUI-Elementen spreche, dann geht es halt darum, dass ich irgendwelche Buttons habe, die ich klicken kann. Ich habe Textfelder, das sind sogenannte Labels, die können mir Text anzeigen. Die kann ich nicht anklicken, die sind wirklich nur dazu da, um Text anzuzeigen. Es gibt außerdem noch Editiertextfelder. Da habe ich mehrere Zeilen Text. Das sind dann die Textflächen oder Textareas. Es gibt dann Radio-Buttons. Da kann ich immer eins von vielen auswählen. Dann gibt es Checkboxen. Die kann ich entweder checken oder auch nicht. Und es gibt noch viele, viele weitere GUI-Elemente, die man auch in vielen anderen Systemen findet, die dazu gedacht sind, eine GUI zu erstellen. Egal, ob das jetzt C# ist für iOS oder Android, Java ist für die Android-Geräte. Wir haben eigentlich immer ähnliche Bestandteile. Das ist auch sinnvoll, dass man ähnliche Bestandteile überall verwendet, weil der Enduser hat ja eine gewisse Erfahrung bereits gemacht. Der kennt sich ja bereits aus, weil er schon Kontakt hatte mit GUI-Oberflächen. Und deswegen ist es auch logisch, dass man nicht plötzlich ganz neue Bedienungselemente erfindet, weil das es schwieriger machen würde für den User, sich dann mit dieser Anwendung zu beschäftigen. Diese GUI-Elemente, die ich hier eingezeichnet habe, die sind eingebettet in sogenannten Panels. Ein Panel ist einfach ein bestimmter Bereich auf dem Bildschirm. Und in diesem Panel hat man auch immer einen Layout Manager. Der Layout Manager, der legt fest, wo sich genau welche GUI-Elemente befinden, wie groß diese GUI-Elemente sind. Und ob sie sich links oder oberhalb, rechts oder unterhalb von anderen Elementen befinden. Das wird durch den Layout Manager festgelegt, der so eine Art Kontrolle ausübt, wie genau die Elemente angeordnet sind. Und all das befindet sich wiederum in einem Rahmen, auf Englisch Frame genannt,
Und der Frame, der hat dann zum Beispiel auch den Schließen-Button, der ja bekannt ist und der auch eigentlich in allen Systemen, egal ob es iOS ist oder Android oder Desktop, Java, überall haben wir ähnliche Funktionalitäten bei der Oberfläche. Und der Frame ist sozusagen unser Anwendungsbereich, der dann durch die Panels unterteilt wird. Und die Panels wiederum beinhalten dann die GUI-Elemente, wie zum Beispiel Buttons, Labels, Text Areas und noch viele weitere. Ich kann ein Panel auch noch in weitere Panels unterteilen. Das nennt man dann Stacking. Also ich kann sagen, hier soll sich ein Panel befinden. In diesem Panel sind allerdings zwei weitere Panels integriert. Und ich kann beliebig viele Panels ineinander reinstecken, sodass ich also die Struktur meiner Oberfläche sehr angenehm zusammenstellen kann. Das sind also die GUI-Bestandteile, mit denen wir uns jetzt beschäftigen werden. Und wir werden jetzt mal unseren ersten Frame aufbauen. Und zwar nehmen wir dort die Klasse JFrame. Die Klasse JFrame wird mit einem Konstruktor JFrame instanziiert. Dieser Konstruktor kriegt einen Titel. Und wenn ich dann dieses JFrame auf meinem Bildschirm sehe, dann würde ich hier oben eine Titelleiste vorfinden und da steht dann unser Titel drin. Allerdings werden wir auch noch sowas angeben müssen wie die Höhe und auch die Breite des Frames. Wir werden auch noch angeben müssen, dass wir, wenn wir auf den Schließen-Button drücken, diesen Frame, den wir erschaffen haben, dass wir den wieder entfernen. Das ist nicht automatisch eingestellt, das müssen wir halt kundtun. Was passiert denn, wenn man auf irgendeinen Button drückt in diesem Frame? Und wir werden auch noch mithilfe von frame.setVisible wo wir dann ein True übergeben, dafür sorgen, dass der Frame sichtbar wird. Und das schauen wir uns jetzt mal in Eclipse an. Ich erschaffe mal ein neues Package. Das nenne ich mal GUI. In diesem Package erschaffe ich eine neue Klasse. Ich nenne die einfach mal Main-Klasse. Die hat eine Public Static Void Main-Methode. Und hier erzeuge ich jetzt ein JFrame.
Als Titel nehme ich mal mein erster Frame. Alle GUI-Elemente, die wir hier verwenden, müssen aus einem Package importiert werden. Dieses Package ist das javax.swing-Package. Und jetzt kann ich die Größe festlegen mit der Methode setSize. Die Breite gebe ich mal mit 600 Pixeln an, die Höhe mit 400 Pixeln. Ich sage, dass die Default Close Operation Exit on Close ist. Damit gebe ich bekannt, dass wenn ich also auf das X drücke, das Schließensymbol, dass er dann tatsächlich diesen Frame, den ich erschaffe, wieder entfernt. Ansonsten ist standardmäßig der Klick auf dieses Schließensymbol einfach bloß ein Verstecken. Ja, dieses Frame ist immer noch da, es ist nicht beendet worden. Und mit setDefaultCloseOperation lege ich fest, dass bei Klick auf das X mein Frame auch entfernt wird. Und zum Schluss gebe ich noch an, dass der Frame auch sichtbar gesetzt wird. Und wenn ich jetzt auf Play drücke, dann habe ich hier meinen ersten Frame. Dieser enthält schon sehr viele Bestandteile, die ich nicht programmieren musste, weil sie eben Bestandteil der Klasse Frame sind, wie zum Beispiel ein Icon, auf das ich draufklicken kann, wo ich dann die Standardoperationen verschieben, Größe ändern, minimieren, maximieren, schließen, aufrufen kann. Ich habe außerdem ein Symbol, um den Frame mithilfe eines Buttonklicks kleiner zu machen oder auch zu maximieren. Gerne fragen. Es wird dann versteckt. Es wird aber weiter noch ausgeführt. Ja, wenn ich jetzt auf X drücke, dann wird die Anwendung tatsächlich geschlossen und nicht nur auf Invisible gesetzt. Okay, funktioniert bei euch, gell? So, dann können wir jetzt mal die ersten Elemente hier in unseren Frame reintun. Und zwar möchte ich in diesen Frame jetzt einen Button einfügen. Und diesen Button, den möchte ich hier oben zentral einfügen. Und dafür gibt es die Methode oder die Klasse JButton. JButton Button ist gleich new JButton und wir übergeben hier im Konstruktor die Bezeichnung
des Buttons, wie zum Beispiel Klick. Ja, wenn ich also einen J-Button namens mit der Bezeichnung Klick hier erzeuge, dann kriege ich einen Button, da steht dann Klick drin. Ich male den gleich nochmal neu. So. Wenn ich diesen Button erschaffen habe, dann muss ich diesen Button meinem JFrame hinzufügen. Also ich muss immer GUI-Elemente erstmal erschaffen und kann sie dann im zweiten Schritt einem Frame oder einem Panel hinzufügen. Und dieses Hinzufügen, das geht mit Ich glaube, die Methode heißt add, muss ich gleich nochmal schauen, wie sie genau heißt, button, Komma, und hier kommt jetzt noch etwas rein. Ich mache mal nur einen Kreis, denn was da noch reinkommt, das ist eine Angabe für den Layout Manager, wo der denn diesen Button platzieren soll. Wir haben ja hier gesehen, dass wir einen Layout Manager verwenden, um die ganzen GUI-Elemente anzuordnen. Und bei einem JFrame ist automatisch ein Border-Layout-Manager mit dabei. Und dieser Border-Layout-Manager, der definiert die Anwendung in Unterbereiche. Und die sind wie folgt: Wir haben einen Ostteil, wir haben einen Nordteil, einen Southteil, einen Westteil und ich glaube, das in der Mitte heißt Center oder Main, das weiß ich jetzt nicht genau, werden wir gleich sehen. Und ich werde also jetzt hier als zweites Argument beim Adden sagen, dass unser Button in den North-Teil eingefügt werden soll. Okay, in Eclipse erstelle ich jetzt meinen Button. Auch diesen Button muss ich aus dem Java X-Swing Package importieren. Und jetzt sage ich meinem Frame, dass mein Button hinzugefügt werden soll. Und zwar im Norden der Anwendung. Also Border Layout ist die Klasse des Border Layout Managers. Und der hat ein paar Konstanten, damit ich mitteilen kann, wo genau soll denn dieser Button eingefügt werden. Also das, was ich hier notiert hatte, das habe ich auch gerade in Eclipse eingehackt. Ja, klar.
So, wenn ich das Ganze jetzt starte, sollte da eigentlich ein Button erscheinen. Sie müssen doch erst ein Panel erstellen, dass wir Panel nicht durchführen. Das Panel dann. Man muss auch set visible machen. Ah, okay. Ja, also ich habe das Frame schon sichtbar gemacht, ne, bevor der Button hinzugefügt war. Und das erzeugt dann einen nicht sichtbaren Button. So, jetzt habe ich ihn auf jeden Fall hier. Ist das immer so? Weil bei mir jetzt zum Beispiel ohne funktioniert. Ja, bei mir auch. Bei Ihnen war er auch gerade da. Ja, also bei mir war er da, wenn ich Folgendes mache. Die Anwendung starte ich jetzt. Da ist der Button nicht da. Sobald ich ihn aber verschiebe, ist er da. Beziehungsweise sobald ich hier die Größe ändere, ist er da, weil da die Anwendung neu gezeichnet wird. Ja? Also die Anwendung zeichnet sich ständig neu. Wenn ich irgendwas verschiebe auf dem Bildschirm oder die Größe ändere, dann muss ja das neu gezeichnet werden. Und dann weiß er, okay, du hast den Button, dann zeichne ich den jetzt mit. Aber grundsätzlich ist es sinnvoll, das Anzeigen von dem Frame erst zu machen, wenn ich die Elemente eingefügt habe. Ist er da, wenn du das Set Visible zum Schluss machst? Du hast gar keinen Button? Ja, ich habe den Button dann auch erst, wenn ich dann vergrößert. Okay. Ja. Normalerweise muss man erst mal Panel erstellen, alle Vorkonnekte dann den Panel. Wir werden doch gleich ein Panel nutzen, was dann die GUI-Elemente trägt. Aber ich habe hier im Grunde auch gesagt, wir können theoretisch auch ohne das Panel arbeiten. Ich habe dann nur keine Möglichkeit, die Elemente feiner zu positionieren. Ja. Und du siehst ja, es geht. Ohne Panel. Aber der bessere Weg ist tatsächlich über ein Panel den Button dem Panel zuzuordnen und dann das Panel in den Rahmen, in das Frame reinzustecken. Also das werden wir jetzt auch mal machen. Ich erzeuge ein Panel. Dieses Panel wird dann von mir den Button bekommen. Nachdem ich das Panel dem Frame übergeben habe, kann ich jetzt den Button in das Panel reinpacken. Ja? Das Panel hat allerdings kein Border-Layout. Das Panel hat standardmäßig einen anderen Layout-Manager. Und zwar ist das das Flow-Layout. Also wenn ich hier ein Panel hinzufüge, dann wird hier als Layout Manager das Flow Layout verwendet. Beim Flow Layout habe ich keine Unterteilung in Nord, Süd, Ost und West, wie ich das hier beim Border Layout noch hatte. Das Flow Layout legt einfach alles von links beginnend nach rechts an, hintereinander linear. Ja, das heißt, ich habe hier
dementsprechend auch nicht die Wahl, dass ich irgendwas in den Norden packe. Und deswegen wird bei der Add-Methode kein zweites Argument benötigt. Na, und jetzt sieht auch mein Button ein bisschen anders aus, weil mein Button steckt jetzt in dem Panel und das Panel steckt im Nordteil von meinem Frame. So, wir haben jetzt einen Button, wir haben diesen Button als Bestandteil des Panels. Wir haben das Panel, was wiederum Bestandteil vom Frame ist. Und mit Hilfe von Add haben wir immer diese Zuweisungen gemacht. Wer ist denn bei wem Bestandteil? Unsere Anwendung soll jetzt sich noch etwas weiter ausführen. Cool wäre, wenn wir noch die Möglichkeit hätten, Textausgaben in Textfeldern zu machen. Und dafür gibt es die Labels. Und ein Label wird konstruiert durch Angabe des Textes. Hello World zum Beispiel. Und auch hier muss ich natürlich das Label dann wieder dem Panel zuweisen, indem ich sage panel.add mein Label. So, und jetzt hängt es davon ab, was ich zuerst einfüge, den Label oder den Button. Wenn ich folgende Situation haben möchte, ich möchte erst den Button haben und dann das Label, hello, hier ist mein Button mit der Aufschrift Klick, dann muss ich eben zuerst den Button, dann das Label einfügen. Ja, der Flow Layout Manager, der weiß, okay, alle Elemente, die in ihrer Reihenfolge hier reinkommen mit Add, die platziere ich dann dementsprechend. Also schauen wir uns das mal an, wenn wir hier das Label erzeugen. Auch JLabel importieren aus dem JavaX Swing Package. Und dann kann ich es meinem Panel übergeben. So, und ich habe jetzt auf der eher links angeordnet von der Mitte-Seite den Button und rechts habe ich mein Hello World. Das Flow Layout versucht immer die Elemente zu zentrieren in der Mitte. Und so kann ich jetzt immer komplexere Anwendungen bauen.
Ja. Nico hat so einen kompletten Button bei mir auch. Eins, glaube ich, der eins bekanntes Layer 11. Also, im JFrame ist ein Standard-Layout enthalten, das ist das Border-Layout, das ist automatisch da gesetzt. Und im JPanel ist automatisch das Flow-Layout gesetzt. Und das Flow-Layout wird alle Objekte, die da reinkommen, linear anordnen. Ja, das muss ich nicht aktiv einschalten, weil es ist automatisch eingeschaltet. Ich könnte aber dem Panel auch sagen, ich möchte gerne, dass du jetzt nicht mehr das Flow-Layout benutzt, sondern das Border-Layout. Das muss ich dann mit der Methode SetLayoutManager aber bekannt geben. Ja? Den Button fügst du dem Frame hinzu, schau mal, und nicht dem Panel. Ja? Also ich füge jetzt den Button, wie auch das Label, dem Panel hinzu und das Panel füge ich dann dem Frame hinzu. Ja, das ist wichtig, wenn du jetzt natürlich den Button dem Frame hinzufügst, ist er nicht Bestandteil des Panels. Ja, klar. Okay. So, wir haben jetzt mal die erste Anwendung hier gebaut, die zwei Elemente zeigt. Jetzt wäre es natürlich toll, wenn wir jetzt den User irgendwie klar machen könnten, dass seine Aktionen, zum Beispiel der Klick auf den Button, etwas verändert in unserer Anwendung. Ja? Also wenn der User hier auf den Button draufklickt, dann soll zum Beispiel Hello World sich verändern vom Text her. Das ist eine sehr kleine, charmante Anwendung, die wir jetzt mal programmieren werden. So, wir haben also einen Button. Und wir haben ein Label Hello World. Oh Mann. Und ich möchte jetzt Folgendes machen bei Klick auf Klick. Ändere den Text des Labels zu Klick. Ja, also was passiert, wenn ich hier draufklicke auf den Button, dann soll mein Label nicht mehr Hello World sein, sondern Klick. Das ist das Verhalten, was ich jetzt gerne programmieren möchte. Und um das Verhalten zu programmieren, muss ich Java mitteilen, dass ich auf das Klicken eines Buttons reagieren möchte. Und dafür brauche ich einen Action-Listener. Dieser Action-Listener, der wird dem Button zugewiesen und der Action Listener, der enthält eine Methode, die heißt, glaube ich, onClick. Und diese Methode onClick
die werden wir jetzt so anpassen, dass diese unseren Labeltext ändert. Also da wird dann sowas drinstehen wie mlabel.setText und dann click. Der ActionListener ist eine Klasse, die wir programmieren müssen. Und diese Klasse implementiert das ActionListener-Interface. Und damit werden wir also gezwungen, die OnClick-Methode zu implementieren. Das heißt, wir haben jetzt Folgendes zu tun. Als erstes eine Klasse implementieren, und zwar vom Interface ActionListener. Ich kürze es mal ab, AL für ActionListener. Zweitens dann die Klasse von unserem ActionListener, die wir implementiert haben, dem Button zuweisen, damit Java weiß, wenn der Button gedrückt wird, was soll dann passieren. Also dann geht's auf zu Eclipse. In meinem Package GUI erstelle ich eine neue Klasse. Die nenne ich mal MeinActionListener. Diese braucht keine Main-Methode. Sie enthält aber ein Interface, und zwar das Interface ActionListener. Dadurch, dass ich jetzt Eclipse beim Erschaffen der Klasse gesagt habe, dass die Methode, dass das Interface ActionListener verwendet wird, wird automatisch hier die Methode ActionPerformed eingefügt. Also die heißt nicht OnClick, sondern die heißt ActionPerformed. Performed, ändere ich mal hier ab in meiner Tafelausgabe. So, und diese Action Performed Methode, die lasse ich jetzt mal etwas tun, sodass ich bemerke, dass sie tatsächlich angegangen ist, indem ich einfach mal auf der Konsole Klick ausgeben lasse. Ich möchte zwar mein Label ändern lassen, aber das mache ich gleich im nächsten Schritt. Ja, erstmal gucke ich, ob ich überhaupt diese Methode aufrufe, wenn ich auf den Button klicke. So, mein ActionListener ist jetzt eine Klasse, die ich hier als Bauplan erstellt habe. Jetzt kann ich diese auch nutzen. Und ich erstelle eine Instanz von meiner Klasse mein ActionListener. Ich nenne mal diese Instanz Listener. Und dann sage ich dem Button, dass ich einen neuen ActionListener für ihn habe mit der Methode addActionListener. Weise ich jetzt dem Button meinen ActionListener zu. Einfach nur den ActionListener als Klasse erstellen, hat keinen Effekt, weil ich muss noch sagen, auf welches GUI-Element soll denn dieser ActionListener dann angewendet werden.
Und der Action Listener ist eine Event-Methode, die nur dann angeht, wenn sozusagen das Event eintritt, für das es registriert ist. Und das registrierte Event ist hier quasi der Klick auf den Button. Und jetzt können wir mal schauen, was passiert, wenn wir jetzt den Button klicken. Ja, ich kriege auf der Konsole einen Klick angezeigt. Das funktioniert also, ich kann jetzt durch Klick auf den Button auf der Konsole einen Text ausgeben lassen. Beim Action Listener habe ich nur die Klick-Ausgabe gemacht. Okay. Funktioniert bei euch. Kriegt ihr auch auf der Konsole was ausgegeben, ja? Cool. Ja, jetzt möchte ich natürlich, dass hier mein Text verändert wird, wenn ich den Button klicke. Dazu muss in der Methode ActionPerformed ich natürlich Zugriff haben auf das Label. Aber wie kriege ich denn da den Zugriff? Ich muss es irgendwie schaffen, dass in der Methode ActionPerformed ich das Label zu fassen bekomme. Und eine der einfachsten Möglichkeiten ist, dieses Label beim Erschaffen des Action-Listeners als Konstruktorparameter zu übergeben. Ja? Also ich erstelle mal einen Konstruktor. Mein Action Listener. Und hier soll ein J-Label übergeben werden. Und dieses Label, das wird natürlich genau das Label sein, was ich in dem Panel eingefügt habe. Ne? Damit die Methode ActionPerformed dieses Label dann auch sieht, erzeuge ich eine Member-Variable namens mLabel und an diese wird im Konstruktor das übergebene Label dann auch übergeben. Und dann kann ich nämlich in der Methode ActionPerformed, weil es ja eine Member-Methode ist, und Member-Methoden können ja immer auf die Member-Variablen der Klasse zugreifen. Da kann ich jetzt sagen, mLabel.setText, Klick. So, jetzt habe ich einen parameterbehafteten Konstruktor erschaffen. Und immer wenn ich das mache, dann ist der parameterlose Konstruktor nicht mehr verfügbar. Deswegen muss ich also noch in meine Main-Klasse gehen und dort beim Aufruf des Konstruktors ein J-Label übergeben. Ja, und zwar genau das Label, was ich hier nutze, um da Hello World reinzuschreiben. Damit ich das da übergeben kann, muss es natürlich vorher schon existieren. Also ziehe ich das mal ein paar Zeilen nach oben. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich hier den Frame erzeuge. Ich habe jetzt das Label vor den Button gezogen. Deswegen erscheint es jetzt auch links vom Button. Und wenn ich auf Klick drücke, dann wird mir auf der Konsole Klick ausgegeben. Aber es wird auch
hier meinen Text von Hello World in Click verändert. Die Konsolenausgabe, die nehme ich mal raus, damit ich nicht immer in die Konsole springe. Ja, also wenn ich Klick drücke, dann wird hier der Text in Klick geändert. Dieses J-Label, das ist jetzt auch ein bisschen kürzer, deswegen ändert sich die zentrale Position aller Elemente, weil halt das Flow-Layout sagt, ich versuche sie immer in der Mitte auszurichten. So, mein Plan ist fast vollständig. Meine Idee war ja, dass ich den Button links von dem Label stehen habe. Jetzt ist es genau andersherum. Ja, was kann ich tun? Ich muss zwar den Label vor dem Button erzeugen, aber ich kann das Hinzufügen des Labels in mein Panel erst nach dem Hinzufügen des Buttons machen. Und dann habe ich die Sache wieder umgedreht. Und jetzt kann ich durch Klick den Text meines J-Labels verändern.